Ibudas Ball senkt sich ins Tor. Ins Tor, ins Tor. Es ist unglaublich. Libuda, Sie haben 14 Jahre für Schalke 04 gespielt, gestern ein großes Spiel geliefert. Mit welchen Gefühlen gehen Sie jetzt nach Frankreich? Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen traurig, ja. Aber ich kann auch nichts daran ändern. Der Vorstand hat entschieden und ich finde mich damit ab. Ja. Sie hätten gerne noch weiter in Schalke gespielt. Ja, warum nicht? Aber ich freue mich schon auf Frankreich. Und was sagen Sie zu diesem triumphalen Empfang hier? Was soll ich dazu sagen? Es ist überwältigend. Schalker Legenden sterben nie. Die Erinnerung an sie verlierst du nie. Auch wenn sie schon vor langer Zeit von uns gegangen sind, Schalker Legenden sterben nie. Schalker Legenden sterben nie. Sind sie für viele auch schon lange Nostalgie? In unseren Herzen leben sie so stark wie nie zuvor. Schalker Legenden sterben nie. Die Erinnerung an Reinhard Libuda, den alle nur Stan nannten, treibt vielen Schalkern noch heute die Tränen in die Augen, ob seiner Spielkunst und seiner Lebensgeschichte. Der Mann mit den traurigen Augen war auf dem Platz ein Genie und im Leben ein Gescheiterter. Dem rasanten Aufstieg des begnadeten Fußballers folgte der freie Fall. In gewisser Weise verkörpert er damit die Urangst aller Schalker, nämlich wieder dahin zurück zu müssen, wo der Club einst herkam. Der Skandal hat für mich überhaupt, weil ich von Anfang an gar nicht damit einverstanden war und ich werde da immer noch nicht mit richtig fertig. Weil ich noch länger gespielt hätte. Aber es sind 10 Jahre vorbei. Oder? Weltklasse oder Kreisklasse, oben oder unten. Für Stan Libuda gab es kein Mittelmaß. Auf dem Platz nicht und auch nicht im Leben. Die Unberechenbarkeit seines Spiels faszinierte die Massen. Private Probleme, Schulden und Krankheiten ruinierten sein Leben. Reinhard Libuda starb 1996 im Alter von nur 52 Jahren. Keiner kommt an Gott vorbei, stand Ende der 60er Jahre auf den Plakaten des US-Predigers Billy Graham. Nur Libuda, pinselte ein unbekannter Schalke-Fan darunter. Es gibt keinen Beweis für diese Geschichte, doch sie ist zu schön, um falsch zu sein. Doch wir sind